Herzlich willkommen zurück zu Folge 49 von Die Siedler 2 History Edition Römische Kampagne Mission 5. Ich bin Sidon Simon, es freut mich sehr, dass du im Start bist und wieder eingeschaltet hast. Es ist sehr, sehr spannend, was gerade abgeht. Und ich habe gerade einmal angegriffen und bin komplett vernichtet worden. Also wirklich komplett. Sie haben hier alles eingenommen. Sie haben scheinbar eine riesige Anzahl an Generälen. Die beiden Völker zusammen. Und ich greife ja beide an, wenn ich eins davon angreife. Und ich bin ein bisschen unschlüssig, wie ich vorgehen möchte. Also mit einfachen Angriffen ist es auf jeden Fall nicht getan. Ich möchte auf jeden Fall hier unten vorrücken. Muss jetzt auch nicht mehr schön gebaut werden. Und ich habe auch es geschafft, die komplette Reserve hier zu verbrauchen, innerhalb von 20 Minuten Kampf. Also kann man sich schon vorstellen, dass es nicht ganz so ohne ist. Problem ist, hier geht auch unsere Kohle zur Neige. Wir lassen hier nochmal suchen, ob da nicht doch noch irgendwo ein Fleckchen Kohle ist. Wir haben noch viel Kohle, die Bergwerke, die funktionieren, wie bei den Eisen hier. Also zumindest, das können wir wegmachen, das ist, funktioniert nicht mehr. Das müsste eigentlich direkt weggeballert werden hier. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht eine Abnutzungsstrategie fahren müssen. Tatsächlich mit Hilfe von Katapulten. Ich meine, wir haben Steine, sollten wir echt genügend haben. Dass wir irgendwie versuchen, darüber die Einheiten auszuhungern, also nach und nach zu vernichten. Bei jeder getroffenen Stein ist ja eine Einheit, die wegfällt. Ich probiere dafür mal was. Dass wir vielleicht dadurch hier nochmal irgendwo ein Katapult weit nach vorne setzen können. Weil komischerweise hier drauf kann nur das Katapult schießen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Dann täuscht mich meine Wahrnehmung, dass das hier eigentlich näher sein sollte als das. Dann werde ich jetzt mal versuchen, das hier einfach das Holz komplett wegzumachen. Hier unten wollen wir uns an die Grenze ranarbeiten. Dass wir vielleicht da auch nochmal einen Katapult oder sowas hinsetzen können. Was ist jetzt mal der Plan? Ich bin am Überlegen, das abzureißen hier, die Stupe.
Aber wir kommen hier nicht rüber. Wir würden nochmal einen Soldat gewinnen. Probier das mal. Ich hoffe, das zerstört nicht zu viel. Nee, passt. Stein werden wir komplett abbauen. Das können wir hier rüberziehen als Verbindung. So, wie sieht es hier aus? Machen wir mal hier dicht. Also wie gesagt, es lief ab. Ich habe das eingenommen. Also ich habe das alles einnehmen können. Tatsächlich. Und dann machen sie den... Weil sie sehen mich offensichtlich und greifen irgendwie hier hinten an, zerstören da alles. Sie haben hier das alles zerstört. Also Rot hat natürlich dann hier angegriffen. Wir haben das weggehauen. Sie haben einfach super viel von den Einheiten. Ich vermute, das sind die Generäle, weil die echt stark im Kämpfen sind. Da wird jetzt auch hier schön die Burg. Irgendwie würde ich ganz gerne rankommen, noch näher, sodass wir, weil wir aufpassen müssen, fällt mir gerade auf, dass natürlich wir auch ein Katapult stehen haben. Bleibt fraglich, ob das hier treffen kann. Müssen wir mal beobachten. Aber die Hoffnung ist, dass wir hier ein bisschen was, ein paar Gebäude beilegen. Weil das hier wird eigentlich alles gehalten von der Burg hier. Shit, die sind schon hier. Ich werde hier eine Burg hinbauen. Und einen Turm. Hier können wir einen Katapult hinsetzen, aber ich vermute, scheint noch nicht jetzt erstmal im Umfeld zu sein. Das heißt, wir können hier aber tatsächlich Goldmünzen hinbringen lassen. Bin mal gespannt. Okay, wir reißen es ab. Da opfern wir nur Truppen. Das ist blöd. Da opfern wir nur Truppen.
Oder kann die. Ah, jetzt, weil wir hier die Bäume weghauen, können die plötzlich da treffen. Das ist ja grandios. Wir ballern die Burg weg. Das wäre mega. Wenn wir hier nochmal ein Katapult hinsetzen können, das wäre gut. Das Katapult ist zu weit weg. Und wenn sie uns so einen Holzfäller weghauen, das wäre nicht weiter tragisch. Weil wenn wir das hier wegfällen, dann können wir wahrscheinlich auch dahin schießen mit unseren Katapulten. Da bin ich am Überlegen, hier auch nochmal einen hinzusetzen. Holzfäller. Ich glaube, hier wird eh kein. Wir machen das mal. Wir können das ja immer noch zurückbauen, wenn wir das alles abgeholzt haben hier. Schafft Holz und Steine ran, ihr Lieben. Das nimmt doch neue interessante Punkte an. Nehmen wir den kleinen Umweg raus. Und wir fällen denen jetzt einfach den Schutz weg. Und können hier die Generäle weghauen. Das wäre sehr schön. Aber ich glaube, das Katapult schießt nicht mehr. Aber das hier hat einen exzellenten Treffer, oder? Und wenn das hier gebaut wird, können jetzt zumindest alle drei direkt schießen. Ja, wenn das besetzt wird, dann reißt es hier natürlich erstmal ein bisschen wieder was weg. Bis es wieder weg ist. Aber zur Not bauen wir dann einfach hin und her. Sei es drum. Jetzt hängt alles an der Burg. Wenn wir die Burg weghauen, kommen wir voran. Wird jetzt ein Abnutzungskrieg. Wenig spannend, oder ja, bei. Hat vielleicht ein bisschen eine eigene Spannung, sage ich mal. Aber ich glaube, es wird erst beschossen, wenn da mal Leute drin waren. Das ist so ein bisschen das Problem. Was ich eigentlich kacke finde, weil warum? Und das könnte hier halt unsere komplett alles gefährden. Thank you.
Bin sehr gespannt. Bin am Überlegen, hier vielleicht einen Turm hinzubauen. Vom Schießkatapulte. Brauchen aber auch manchmal echt lange. Aber die Katapulte sind safe. Und die können auch erstmal alle schießen. Jetzt müssen ja eigentlich die drei müssten auf die Bull schießen können. Ich war am Überlegen, hier einen Turm hinzusetzen, in den ich keine Münzen erlaube, wo ich dann halt ein paar Gefreite verliere, aber das hier stabilisiere. Weil hier werden natürlich jetzt fleißig weiter oder Bäume gepflanzt. Die Frage ist, wie lange brauchen wir, bis wir die Bullkrone geschossen haben? Da verlieren wir halt schon viele Truppen. Okay, wie sieht's hier aus? Wir haben über 100 in Reserve mittlerweile. Und wir haben hier auch einen Katapult. Aber wir warten erstmal, bis das fertig ist. Und ich bedanke mich an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs mit dabei sein, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Haut rein. Ciao, ciao.